Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video mit einer Preview. Und zwar seht ihr schon hier diesen M4 A3E8 Thunderbolt 7. Das ist einer der kommenden neuen Premium-Panzer für World of Tanks. Gehört auch zu den Berlin-Panzern. Wie man sieht, wirklich nice designed. Hier mit diesem Schriftzug auf der Seite schaut wirklich wieder richtig, richtig cool aus. Also optisch absolute Granate. Wo wir bei der Optik sind, zeige ich euch auch mal natürlich in den verschiedenen Tarnungen, wie er da so aussieht, dass ihr euch auch da mal ein Bild davon machen könnt. Natürlich gibt es die Standardtarnung, die man so von den Amerikanern kennt. Was der Panzer kosten wird und wann er ganz genau erscheint, kann ich euch leider noch nicht sagen, aber Wargaming stellt uns die Panzer in der Regel immer so zur Verfügung, dass es dann nicht mehr allzu lange dauern wird, bis es dann auch so kommt. Und gerade zuletzt ist ja häufig immer das Thema gewesen, Premium-Panzer sind viel besser als ihre normalen Pendants. Und deswegen schauen wir uns auch in-game einfach mal den Vergleich eben dieser an. Der Thunderbolt gegen den E8 und den E2. Und sehen hier schön jetzt den Vergleich. Und sehen von der Feuerkraft, dass er beim Schaden genau wie alle anderen auch gleich ist. Wichtig hierfür, es ist eine 100% Crew ohne irgendwelche Einbauten und bei den anderen beiden sind das alles die Elite-Ausstattungen. Also wirklich die bestmöglichen Ausstattungen mit 100% Crew, sonst nichts. Also ihr seht, feuerkraftmäßig, der Schaden ist der gleiche, der Durchschlag ebenfalls. Der Unterschied ist in der Feuergeschwindigkeit, da ist nämlich der Thunderbolt der in Anführungszeichen langsamste, der braucht nämlich 3,45 Sekunden, die anderen mit 3,16 sind da um 0,3 Sekunden besser, wenn man natürlich das nochmal mit Waffenbrüder oder Ansätze und so weiteres ausstattet, dann ist es nochmal ein wenig schneller. Die Turmdrehgeschwindigkeit, auch da sind die anderen beiden Mitbewerber ein wenig besser. Und auch beim Richtbereich der Kanone, denn der E8 zumindest, der hat nämlich 12 Grad Neigung der Kanone, die anderen beiden nur 10 Grad. So, bis dahin war eigentlich der Thunderbolt immer gleich auf, beziehungsweise etwas schlechter. Jetzt gibt es aber auch was, wo er besser ist, und zwar in der Zielerfassung. Da sehen wir, mit 2,01 ist er um 0,2 besser als die anderen beiden. Und in der Streuung ebenfalls um 0,02. Also das ist da schon definitiv ein Unterschied. Dann der mittlere Schaden, der ist natürlich am schlechtesten, klar, da er am längsten nachlädt. Knapp unter 2000, die anderen sind da bei 2181. Die Hitpoints alle auf einem sehr ähnlichen Level, nur der E2 hat nochmal 10 Hitpoints mehr. Aber, und das ist das Besondere, durch seine verbesserte Frontpanzerung sieht man, hier kommt es ihm zugute. Deswegen ist er um 60 besser als der E8 und um 21 besser als der E2. Allerdings ist der E2 seitlich ein wenig besser gepanzert. Bei der Turmpanzerung da ein ähnliches Spiel, genau gleich zum E2 und zum E8 ist er vorne etwas schlechter gepanzert, dafür seitlich und hinten etwas besser. Also das sind so die großen Unterschiede, die den Thunderbolt gegenüber den anderen beiden unterscheidet. Leer- und Höchstgewicht würde ich jetzt nicht so wichtig erachten. Motorleistung, da ist er der nominell schlechteste, aber, und das werden wir gleich sehen, obwohl das Leistungsgewicht bei ihm das schlechteste ist, hat er die beste Höchstgeschwindigkeit. Also klar, er braucht ein bisschen, bis er in Tritt kommt, aber dann ist er mit 42 noch schneller als der E2, sowohl vorwärts um 7, also rückwärts um 3. Nur der E8, der ist nochmal 6 km flinker. Die Wendegeschwindigkeit, auch hier ist er wieder Mittelfeld, der E2 mit 33 am allerlangsamsten, dann kommt er mit 39 und der E8 mit 41. Und auch wenn die Tarnung jetzt nicht das Essentiellste ist, aber hier sehen wir, ist er jetzt der mit den geringsten Werten, sowohl natürlich unbewegt als auch in der Bewegung. Die Sichtweite da alle 370, nur bei der Funkreichweite, da muss ich nochmal geschlagen geben. Ja, das war es soweit zum Panzer. Ihr seht, wie ich ihn dann in dieser Runde spielen werde. Mit einem vertikalen Stabilisator, mit einem Ansetzer und einem Lüfter. Ansonsten ist diese Crew hier enthalten. Also da natürlich schon wirklich, womit man arbeiten kann, sage ich mal. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch mal eine Runde. Die habe ich im Stream erspielt. Kommentiere jetzt einfach nochmal nach, sodass ihr euch vielleicht ein bisschen einen Eindruck von dem Panzer dann bilden könnt. Also, viel Spaß! Ja, und hier seht ihr jetzt die Karte Feuriger Bogen. In dem Fall sind wir hier Top-Tier, wobei Top-Tier ist es falsch gesagt, denn alle Panzer sind hier Tier 6, also ein reines 6er Matchmaking, was wir hier erwischt haben. Standardgefecht in dem Fall.
Und so, dass man schon damit was anfangen kann. Nochmal ganz kurz. Natürlich ganz besonders ist das Thema Durchschlag zu nennen. 128 mit Normal, 177 mit Premium. Der Schaden immer bei 115. Und eben diese wirklich schnelle Nachladezeit. Ich kann aber schon mal das vielleicht ganz kurz vorwegnehmen. Der Panzer ist gut und brauchbar. Wer mit den anderen amerikanischen Panzern seinen Spaß hat, rein für mich. Subjektiv muss ich sagen, es ist nicht der richtige Panzer. Kann ich auch ganz klar benennen, denn dieser niedrige Alpha mit einer sehr schnellen Reload-Zeit ist einfach nicht meins. Der bereitet dem Gegner nicht wirklich Furcht und Schrecken. Und gerade wenn ihr doch mal Low-Tier seid, also gegen Achter, und ihr macht 100 Schaden, das ist halt nichts, was den Gegner irgendwo zurückhält. Und genau das ist halt so die Thematik, wo mir halt dann wiederum nicht gefällt. Aber ihr seht, man kommt gut auf die Geschwindigkeit. Er ist jetzt nicht der agilste Panzer, aber schon fahrbar, sage ich mal. Das ist alles wirklich kein Problem. Jetzt will ich hier so ein bisschen die Mitte abdecken. Da versuchen mal mit dem etwas stärkeren Turm zu spielen. Auch mit der Wanne kann man da ja arbeiten. Das war so der Hintergrund. Nicht wundern, dass ich teilweise mit der Maus hin und her fahre. Das ist auf dem Test-Account kam mir so ein bisschen das Aiming von der Maus sehr schneller vor. Das habe ich da im Stream auch nochmal kurz gesagt. Wer will im Stream, könnt ihr übrigens auch immer gerne mit dabei sein. Da freue ich mich. Hier hat jetzt die Arti ein wenig reingesplasht. Aber wenigstens konnte ich da auch ein bisschen spotten. Und da sieht man jetzt den VK seitlich, aber der erste hat nicht gesessen, der zweite dann schon. Und jetzt klappt's dann. Da kommt jetzt natürlich, da ist dieser schnelle Reload sehr angenehm, wenn man natürlich die Schüsse nacheinander reinpratzen kann. Aber wie gesagt, wenn ich 10 Sekunden Reload hätte und dafür 300 Schaden, würde mich jetzt auch nicht stören. Und auch, ihr seht hier, diese ballistische Flugbahn, dass die Granate jetzt nicht direkt gerade fliegt, sondern so einen leichten Bogen macht und dadurch auch langsamer natürlich ist. Auch das ist sowas, was mir persönlich nicht so gefällt. Natürlich vollkommen normal, und wer eben da die Erfahrung hat, der wird damit auch kein Problem haben. Sogar ganz im Gegenteil, ab und an kann es sogar hilfreich sein, diese Flugbahn. Aber man muss natürlich dafür bei Zielen, die weit entfernt sind, unfassbar vorhalten, dass man auch dann immer trifft. Und ihr werdet das nämlich auch gleich sehen, dass ich da drüben hier jetzt am Hügel echt Probleme damit habe. Weil ich davor auch immer die Schweden gewohnt war zu spielen. Der E2 jetzt hier sollte ja nicht das Thema sein. Aber der ist natürlich hinter so einem kleinen Wall auch. Und der hat hier so das perfekte Movement, um mich zu nerven. So, und jetzt steht er. Und dann kriege ich auch endlich meinen Schuss so raus. Aber ihr habt, glaube ich, schon gesehen, wo das Problem ist. Natürlich, wenn man mit dem Panzer geübt ist, dann ist es kein großes Thema mehr. Weil dann hat man das Gefühl dafür. Aber wenn man das natürlich eben nicht gewohnt ist oder vielleicht ein bisschen gerne mal in der Garage hin und her switcht, dann kann das durchaus mal ein Problem darstellen. Natürlich für Panzersammler, da muss man ganz klar sagen, ist das ein wirklich feines, optisch schönes Gerät. Da fehlt sich gar nichts. So, auch hier jetzt wieder die Problematik eben mit diesen gefühlt so langsamen Projektil. Und wenn man da mal trifft, dann ist halt auch irgendwie immer der Wurm drin. So, und auch da habt ihr jetzt gesehen, da habe ich jetzt geschossen. Der andere ist schon ein bisschen weggefahren und zack, schon da auch wieder das nächste Problem. Klar kann man durch den schnellen Reload immer noch schön weiter draufholzen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, bevor ihr euch den Panzer kauft, spielt die anderen amerikanischen Panzer einfach mal und schaut, ob es euch gefällt. Wenn ihr sagt, jo, genau meins, dann macht ihr mit dem Kauf auch absolut gar nichts falsch. Wenn ihr aber merkt, hoppala, das ist nicht so meins, dann schaut euch doch vielleicht mal den ein oder anderen Panzer an. So, jetzt gibt es ja auf den 34-85. Da die schnellen Treffer, kein Problem. Und Top-Tier gegen sich, also gerade Achter, mager nicht wirklich. Ja,
Also ihr seht natürlich vom Damage her, wäre da noch deutlich mehr gegangen. Da habe ich auch einfach wirklich teilweise beim Aim gehadert. Das ist natürlich normal, wenn man zurzeit fast ausschließlich TDs spielt, die dementsprechend eine ganz andere Flugbahn haben. Aber auch da so aus der Hüfte gerade mal geschossen, der war jetzt eigentlich nicht so schlecht platziert. Ist halt schwierig. Der VK natürlich von hinten, das ist kein Problem. Das ist dann eine Damage-Pinata, die farmt man gerne ab. Und das mache ich natürlich auch selbstverständlich liebend gerne. Und alles in allem würde ich jetzt sagen, ist es keine wahnsinnige Brecherrunde, aber man kann, glaube ich, schon sehen, was kann der Panzer, wo sind seine Probleme und was kann man dann anstellen. Und da ist auch die Runde schon beendet. 1748 Schaden ist jetzt nicht das Höchste, aber damit kann man auch leben mit einem Sechser. Und ihr seht jetzt, die Credit-Ausbeute ist dann am Ende mit 40.555. Damit kann man arbeiten. Ja, das war meine Meinung und mein Eindruck zu dem Panzer. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet und was ihr dazu sagt. Schreibt es doch in eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.